Ich weiß ganz genau, von wem Mio Sanchez die Information über mein kleines Sparkonto in Singapur hat. Es tut mir leid, aber sie haben nichts mehr. Du hast es versaut. Ich? In deiner verdammten Gier. Wenn du Mertens angezeigt hättest, anstatt ihn zu erpressen, wäre er jetzt verhaftet worden. Du bist nett zu mir, dann bist du plötzlich scheiße. Dann bist du mit mir befreundet sein, plötzlich doch nicht mehr. Dann machst du mir Hoffnung, dann heißt es, oh, ich kann nichts für dich empfinden. Es geht so, seit ich dich kenne, seit Monaten, und das kann ich nicht mehr. Warum nicht? Weil ich mich in dich verliebt habe. Entweder du akzeptierst nicht, wie ich bin, oder... Oder was? Oder ich glaube, es ist wirklich besser, dass wir uns trennen. Du willst dich trennen? Ja, weil du ganz offensichtlich ein Problem mit mir hast. Weil ich gesagt habe, dass du mit deinem Vater reden sollst? Jetzt tust du schon wieder. Ich rede mit meinem Vater, wann ich es will. Hör auf, mir die ganze Zeit Sachen vorzuschreiben. Jetzt reg dich ab. Ich habe nur gesagt... Ich reg mich nicht ab! Ich tue, was ich will und wann ich es will. Das kannst du auch, Jo. Olli... Akzeptier mich doch einfach, wie ich bin. Versuch nicht die ganze Zeit, mich zu ändern. Stimmt. Ich soll dich ja zu 100% akzeptieren, ohne Kritik. Schon mal was davon gehört, dass man in einer Beziehung zusammenwächst, dass man zusammenkommt? Ja, aber sowas kann man doch nicht einfach einfordern. Sam hat das auch mal versucht, ganz am Anfang. Aber das ist Quatsch. Es gibt Grenzen. Grenzen sind wichtig. Grenzen machen eine Person aus, die muss man respektieren. Sam hat das jedenfalls verstanden. Entschuldige, dass ich nicht Sam bin. Werde ich aber auch nie werden. Deswegen ist es vielleicht wirklich besser, wir ziehen die Grenzen einfach wieder hoch und machen sie dicht. Das kann in die Schneiderei. Danke. So, haben wir das neue Gesicht für die LCL Green-Kampagne. Die Setcards sehen aus wie für den Dorfcontest zur Miss Heuboden 2014. Das mit der natürlichen Ausstrahlung haben die ein bisschen falsch verstanden, oder? Ja. Was machen wir jetzt? Wir gehen in 2 Tagen online. Oder auch nicht. Das kann doch nicht so schwer sein, dafür jemanden zu finden. Wir brauchen Eleganz, natürliche Frische, Ausstrahlung, Schönheit. Das ist doch nicht so viel verlangt. Ich will nicht, dass LCL Green von irgendeinem langweiligen Durchschnittsgesicht präsentiert wird. Das ist unser erster Auftritt. Die muss schon zu uns passen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, und zwar eine interne Lösung. Und ich glaube, sie wäre genau die richtige. Sag mal, hast du einen Knall? Kann bei uns neuerdings jeder Model werden? Also ich jedenfalls nicht. Ich bin Designerin, Punkt. Und zwar eine Designerin, die so sehr hinter ihrer Kollektion steht, dass sie sie selbst präsentiert. Also die Grandezza kommentiert eventuell das eine oder andere Kleid, was sie privat trägt. Und einige Frauen kopieren ihren Stil, aber... Sag ich doch. Ah, für eine Ökolinie reicht's vielleicht gerade eben. Also, Entschuldigung, darf ich vielleicht auch was dazu sagen? Ich bin kein Model, ich habe sowas noch nie gemacht. Lass das mal Tim Helmke machen. Tim? Ihr beide habt doch einen guten Draht zueinander. Nee, ohne mich. Also, wann ist das Shooting? Musst du nicht arbeiten? Mach ich doch. Sieht für mich mehr nach Schlummi aus. Siehst du? Und genau das ist der Unterschied zwischen Menschen wie dir und mir. Für dich sieht das aus wie Schlummi. Für mich ist das kreative Arbeit. Ach so. Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass das deine Chefin auch so sieht. Die interessiert das herzlich wenig, was ich tue und was nicht. Oh, das klang neulich aber noch ein bisschen anders. Ja, das stimmt aber. Sie hat Papa nicht verpfiffen, obwohl sie von der ganzen Versicherungsbetrügerei wusste. Und jetzt arbeitet Papa auch noch als Gärtner auf Königsbrunn. Und sie macht das nur mit, weil ich sie bequatscht hab. Ja, dann sieh mal zu, dass du ihr nicht auch noch Harros Amnesie-Geschichte unter die Nase reibst. Je weniger Leute davon wissen, desto besser. Rebecca ist eh nicht so eine.
Die tickt ganz anders als ich. Jeder tickt anders als du. Fällt dir das eigentlich noch auf? Ich verstehe gar nicht, wie das geht. Das muss total langweilig sein. Fakt ist, Rebecca meidet mich. Ich bin erwachsen, verdammt! Und wer bezweifelt das? Peer. Was hast du denn wieder mit dem zu tun? Mir ist völlig klar, dass ich Kim nicht verbieten kann, sie zu sehen. Aber ich gehe davon aus, dass sie sich an unsere Vereinbarung halten. Als ihre Tochter noch mit dem kleinen Tino zusammen war, hatte ich den Eindruck, ich wäre ihn lieber gewesen. Ja, da waren wir auch noch nicht Geschäftspartner. Und das wollen wir doch auch bleiben, oder? Du bist sauer, weil er dich abblitzen lässt. Ich will doch nur was über seine krummen Geschäfte herausfinden. Vor ein paar Wochen war dir das noch völlig egal. Wegen Peer ist meine Ehe zerstört. Ich will mich rächen. Und vor allem will ich nicht, dass er noch andere so in die Scheiße reitet wie mich. Glaub mir, wer mit Mertens Geschäfte macht, hat echt kein Mitleid verdient. Jetzt müssen wir nur noch ein glaubwürdiges Bauvorhaben präsentieren und schon landen die Subventionen auf ihrem Konto. Ach so, eine Delegation des Ministeriums will heute eine Ortsbegehung machen. Moment, das erfahre ich so nebenbei? Wir haben nichts außer einem Stück Brachland und einem Schild. Keine Sorge, ich werde den Ortstermin für Sie übernehmen. Naja, immerhin bezahle ich Sie ja auch gut genug dafür. Staatssekretär Mertens. Cousin? Graf Lahnstein, eine Freude. Politik und Wirtschaft, immer wieder eine fruchtbare Allianz. Und eine sehr brisante. Nicht innerhalb der Gesetze. Sie wissen, dass die Befugnisse meines Cousins mittlerweile sehr eingeschränkt sind. Keine Geschäfte ohne Absegnung der Familie. Ich danke Ihnen vielmals für den Hinweis, aber Ihr Cousin dient mir lediglich als persönlicher Berater im Wahlkampf. Du willst über seine Geschäftspartner gehen. Mertens weiß, dass ich ihn drankriegen will. Und er macht sich ein Spiel daraus, das zu verhindern. Also müssen wir eine andere Schwachstelle suchen. Ja, aber jetzt über andere gehen, das ist doch... Wenn jemand Mertens dabei hilft, Subventionen zu erschleichen, dann muss er auch mit den Konsequenzen leben. Schon Viertel vor, ich muss los. Mertens hat gleich einen super wichtigen Termin. Aber ich finde schon noch raus, wer seine dubiosen Geschäftspartner sind. Und dann sind die genauso dran wie er. Verlass dich drauf. An dein Handy. Ich hab's lautlos gemacht, damit ich ein bisschen konzentrierter arbeiten kann. Ja, es geht um ein Fotoshooting. Das ist heute und wir bräuchten dich. Ja, klar. Das Shooting ist mit mir als Model. Ich wusste es. Du machst die LCL-Green-Kampagne. Naja, also erstmal mache ich nur die Bilder für die Homepage und Tristan und Tanja haben mich quasi überredet und ich glaube auch gar nicht, dass... Aber das ist perfekt. Also du bist perfekt. Also für die Kampagne. Ja, das war auch ein Grund, warum ich das nicht machen wollte. Was? Ja, dass du mich fotografierst. Aber du weißt, wie gut ich bin. Darum geht's nicht. Aber du kennst mich und ich kenne dich und das ist ein Vorteil. Gerade wenn man noch kein Profi-Model ist. Und ich weiß ganz genau, was ich tun muss, um dieses Funkeln aus dir rauszukriegen. Aha. Mhm, das steckt in dir. Ich hab's schon ein paar Mal gesehen. Ja, aber ich möchte, dass das professionell abläuft. Und darum bitte ich dich, kannst du damit aufhören? Was mache ich denn? Ja, du flirtest mit mir. Wie soll ich mich da auf dich als Fotograf einlassen? Okay, dann gehen wir es ganz professionell an. Ja. Ach, Olli, okay. Gut, dass ich dich sehe. Das Fitting wird sich ein bisschen verzögern. Alles in Ordnung mit dir? Oder gab's mal wieder Stress mit Jo? Wir haben uns getrennt. Wem ging's denn diesmal? Sein Vater, dann um
Sam und dann irgendwie um alles. Möchtest doch auch nicht, dass man ständig in deiner Vergangenheit rumwühlt und alles analysiert, oder? Ich wollte ihm nur helfen. Wenn er ständig alles wegdrückt, was ihn wirklich bewegt, dann kriegt er Magengeschwür. Ja, aber es sind seine Magengeschwüre. Ja, toll, es hätte es auch von ihm sein können. Außerdem, ich habe keinen Bock auf eine Beziehung, wo ich ständig aufpassen muss, dass ich kein Reizthema anspreche. Du wusstest, worauf du dich bei ihm einlässt. Was ist das denn bitte für ein bescheuertes Argument? Hey, ich habe dir gesagt, ich bin psychofragt, nimm's hin oder lass es. Ja, ich weiß, dass er sich das damit zu einfach macht. Ja. Sam kam damit angeblich klar, der hat seine Grenzen akzeptiert. Weißt du, ich habe das Gefühl, dass er mich einfach immer mit Sam vergleichen will. Er hat ihn nun mal sehr geliebt. Ja, aber Sam ist tot. Wie soll ich denn bitte mit jemandem konkurrieren, der mit jeder Erinnerung einfach perfekter wird? Willst du einen Tipp? Ich soll ihm mehr Zeit geben. Nein. Jo ist erwachsen und ich finde, er ist mal dran mit dem nächsten Schritt. Das Licht ist perfekt. Wir bleiben draußen. Echt? Wo willst du denn hin? Keine Ahnung. Da, wo du dich wohlfühlst. Weiß nicht. Da hinten ist ein Park, da stehen ein paar Bäume. Bäume sind super, damit habe ich angefangen. Hm. Hast du mit denen auch immer so kräftig geflirtet? Bei denen ist es auch wichtig, dass man die richtig ins Bild bekommt. Und es ist entscheidend, was für einen Baum man nimmt. Eichen zum Beispiel eignen sich super. Hm. Was ist? Ach, hallo. Hallo. Vielleicht kann dein Vater uns ja weiterhelfen. Ja, vielleicht. Wir suchen die perfekte Eiche. Ja. Da hinten stand vorhin irgendwann mal eine. Ja, die wird wahrscheinlich nachher da auch noch stehen, ne? Ich möchte mich noch bei dir bedanken. So viel Verständnis ist... Ich schlage vor, du machst dich schon mal fertig und wir suchen einen schönen Baum. Die rennen nicht weg, hm? Warum will er sich wieder bei mir bedanken? Das erkläre ich dir nachher. Du hast dir also nichts von meiner Amnesie erzählt. Das wäre jetzt mega kontraproduktiv. Ich glaube, sie mag mich. Und sie sieht mich bestimmt lieber in Freiheit als im Knast. Rebecca hasst Lügen. Das hat sie ja wohl klar und deutlich gesagt. Und ich muss schon wieder die Wahrheit verschweigen. Nur vielleicht gewöhnt sie sich daran. Haha, sehr witzig. Du weißt verdammt nochmal, wie sehr sie mir am Herzen liegt. Hey, und mich kotzt das an, dass du immer wieder dazwischengrätschen musst. Entschuldigung, dass ich noch lebe. Darum geht's nicht. Es geht einfach darum, dass wenn ich sie einweihe, dann fühlt sie sich verantwortlich, diese ganze Amnesie-Story zu decken. Und dafür wird sie mich hassen. Dann weihe sie nicht ein. Dafür weiß sie aber schon zu viel. Hm. Frau Cornelius, mit Ihnen habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Herr Mertens, Sie wissen doch, mit mir müssen Sie immer rechnen. Zum Glück gerade noch rechtzeitig. Für was? Ihr Arsen-Termin? Der ist doch jetzt. Sie sind mal wieder erschreckend gut informiert, Frau Cornelius. Das ist mein Job. Ihr Job ist es, die Aufgaben zu erledigen, die ich Ihnen auftrage. Sich zu irgendwelchen Terminen selbstständig einzuladen, gehört nicht dazu. Herr Mertens, wenn Sie mich nicht mitnehmen, könnte ich den Eindruck gewinnen, dass Sie was zu verbergen haben. Damit habe ich kein Problem. Auf Wiedersehen. Haben Sie einen Wunsch? Einen Kaffee, bitte. Kommt sofort. Lara Cornelius hier. Mir ist leider ein total peinliches Missgeschick passiert. Staatssekretär Mertens hat mich gebeten, auf seinen Außentermin nachzukommen. Und ich kann den Zettel mit der Adresse nirgendwo finden. Ich höre,
Alles klar. Habe ich notiert. Dann bis morgen. Tschüss. Da? Und? Habt ihr euch entschieden? Wofür? Na, der perfekte Baum. Hat dein Vater eine Eiche gefunden? Guck mal, wie findest du das als Erstes? Es ist super schön. Mhm. Finde ich auch. Übrigens, das mit deinem Vater, das kann so nicht weitergehen. Elisabeth hat mich jetzt schon zweimal auf diesen Gärtner angesprochen. Wer er ist, woher er kommt. Ich will sie nicht dauernd anlügen. Dein Vater muss sich endlich stellen. Und dann dachte ich, als Zweites das hier. Ja, es ist wunderschön. Mhm. So langsam bekomme ich richtig Lust darauf. Also, ich meine natürlich auf das Shooting. Rebecca, ich muss mit dir reden. Es geht um meinen Vater. Er war bei der Polizei. Aha. Und wieso läuft er dann da draußen rum und ist nicht in Untersuchungshaft? Weil er nicht richtig gestanden hat. Wie? Er hat erzählt, dass er alles vergessen hat. Totale Amnesie. Wie bitte? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Olli, du hattest doch mal gesagt, du willst mich entweder ganz oder gar nicht. Ich habe mich entschieden. Ich entscheide mich für ganz. Ja. Olli? Jo. Kurz Zeit? Noch länger? Wegen vorhin. Ich war ziemlich drüber. Das tut mir leid. Okay. Ich auch ein bisschen, vielleicht. Also ich weiß, du hast es nur gut gemeint. Aber da ist noch so viel ungeklärt mit meinem Vater. Du möchtest selbst entscheiden, wann und ob du das angehst. Weißt du, das ist im Moment alles ein bisschen zu viel für mich. Mein Vater, du. Moment. Ist alles ein bisschen viel oder ist alles zu viel? Ja. Dann hast du das mit der Trennung also ernst gemeint. Was? Nein, Quatsch, natürlich nicht. Ich brauche nur einfach ein bisschen mehr Zeit. Ein bisschen Zeit. Ich muss mich einfach neu sortieren. Also bei Sam war das nicht anders. Was soll die? Ich hab dir das zwar nie erzählt, aber Sam war der erste Mann, bei dem ich mich richtig auf eine Beziehung eingelassen habe. Und das ging auch nur, weil er mich nicht unter Druck gesetzt hat. Verstehst du? Was meine Gefühle angeht. Und weil er deine Grenzen respektiert hat. Genau, das war der Schlüssel. Genau deshalb konnte ich mich auch richtig bei ihm fallen lassen. Was du bei mir natürlich nicht kannst. Also, vielleicht noch nicht. Aber du bist ja auch nicht wie Sam, das hast du ja selbst gesagt. Jo, kannst du bitte mal aufhören? Was, weil ich wieder von Sam spreche? Entschuldige mal, er ist eben, ich meine... Er war ein wichtiger Teil meines Lebens. Verlangst du etwa von mir, dass ich alles einfach so ausradiere? Nein, das erwarte ich nicht. Aber wie bitte würdest du dich fühlen, wenn ich ständig von meinem Ex reden würde? Stell dir vor, ich habe die Liebe meines Lebens auch schon gefunden. Das war toll und er lebt sogar noch. Wenn du willst, ich kann gerne mal die Fotos rausholen und dir zeigen, wie glücklich wir waren. Musst du nur sagen, kein Thema. Hol ich, zeige ich dir. Jo. Jo. Amnesie. Was für ein Schwachsinn!
Ich hab mir das doch nicht ausgedacht. Ja, dann musst du ihn davon abbringen. Noch ist Zeit genug. Ihr reitet euch da nur noch tiefer rein. Oder findest du das etwa gut? Natürlich finde ich das nicht gut. Ich war auch erst dagegen. Aber es ist vielleicht auch keine schlechte Idee. Ich dachte wirklich, ihr habt was kapiert. Wir haben meinem Vater geholfen. Das bedeutet, wir haben alle was mit der Versicherungsgeschichte zu tun. Ja, vielen Dank nochmal. Wenn mein Vater aussagt, dann entlastet er nicht nur sich, sondern auch uns. Das glaubt euch doch kein Mensch. Jo kümmert sich um die ärztlichen Angelegenheiten. Er coacht meinen Vater, damit die ganze Geschichte auch medizinisch glaubhaft rüberkommt. Ach, und dein anderer Bruder steckt wahrscheinlich auch noch mit drin. Und jetzt willst du, dass ich das decke? Ich hab gesagt, keine Lügen mehr. Hörst du mir überhaupt zu? Es geht doch nur darum, wenn dich jemand nach meinem Vater fragt, wenn beim Amtsarzt alles glatt läuft und er das Gutachten erstellt hat, dann kräht er keinen Hahn mehr nach. Hallo? Gegen deinen Vater wird ermittelt. Dieser Versicherungstyp, ja, der hat uns beide zusammen mit Harro in diesem LCL-Lieferwagen gesehen. Und jetzt behauptet er, dass er gerade in geistiger Umnachtung in Düsseldorf angekommen ist. Wieso haben wir ihn überhaupt als Gärtner eingestellt? Das kriegst du schon hin. Vergiss es. Ich steck ja schon bis zum Hals mit drin. Okay, du bist sauer. Vielleicht sollten wir uns einfach mal eine Auszeit nehmen und die Fotos dann... Ja, ganz schön die Fotos machen. Vergiss es, hier ist die Tür. Arbeitet hier jemand? Huhu. Kannst du dich mal 5 Sekunden gedulden? Wegen mir brauchst du keinen Stress machen. Träum ruhig weiter, aber wenn du damit fertig bist, hätte ich gerne eine Apfelschorle. Hat sich ausgeträumt. Super. 2 Drittel Saft, 1 Drittel Wasser. Ich mag das immer nicht so sprudelig, hm? Mhm. Was ist denn los mit dir? Stress mit dem Doktor? Er spricht ständig von seinem Ex. Oh, das geht gar nicht. Wenn das schon so losgeht. Ich meine, dann lässt du die einen Augenblick alleine und schwupps springen die in die Kiste. Ich kenne das. Bei Kim war das genauso. Wir hatten es hier, wir hatten es da und zack. Jos Ex ist tot. Oh, na gut, das ist natürlich besser für dich. Bist du sicher, dass du wieder eine feste Bindung willst? Ich habe mich nun mal verliebt. Verliebt? Ja gut, und was hat's dir gebracht? Mein Rat, lass es. Ich meine, du und ich, wir waren beide schon in der Ehe. Und okay, es gab schöne Momente, aber grundsätzlich haben wir uns immer verbogen. Also ganz so war es ja auch. Natürlich war es so und das ist nicht in Ordnung. Dieser ganze Beziehungsmist, wir brauchen den Scheiß schon. Du bist schuld, nein, du bist schuld, nein, du bist schuld, nein, du bist schuld. Weißt du, ich habe das alles hinter mir gelassen und mir geht es so gut wie nie zuvor. Danke für die Apfelschorle. Na? Siehst ja so mitgenommen aus. Hast du gearbeitet? Schon wieder falsch. Das war keine Arbeit, das war eher so eine Art Hinrichtung. Hm. Wen hat's erwischt? Mich. Und ich habe das Urteil selbst vollstreckt. Ich sollte Rebecca fotografieren. Und dann haben wir Harro im Park getroffen. Und? Ich muss dir alles sagen. Na, super. Und ich sag noch, behalt's für dich. Rebecca, ich bringe gerade die Azaleen ins Gewächshaus. Die japanischen sind immer etwas zimperlich. Aber was für Farben. Tim hat ja alles erzählt. Ob alles, weiß ich nicht. Ihr beide präsentiert die Wahrheit ja gerne in kleinen Häppchen. Das ist leichter verdaulich. Haro, so geht das nicht. Du kannst hier nicht weiter als Gärtner arbeiten. Du hast dich hier unter falschen Namen reingeschlichen. Aber das ist doch gerade der Trick. Hat Tim dir das nicht erklärt? Wegen meiner Amnesie habe ich wirklich geglaubt, dass ich Hartmut Weiß bin. Ich habe keine Erinnerung, die älter Stopp. Sind als... Ich will von diesem ganzen Quatsch nichts mehr hören. Du und Tim, ihr habt euch wirklich verdient. Rebecca, warte! Wenn du das willst, bin ich sofort weg. Du wirst mich nie wiedersehen, versprochen. Aber ich habe noch eine letzte große Bitte.
Ich weiß, ich habe dir zu viel zugemutet. Euch allen. Dafür entschuldige ich mich. In aller Form. Aber es wäre wirklich ungerecht, wenn Tim dafür büßen müsste. Er hat mich doch nur unterstützt, weil er seinen alten Vater nicht in den Knast bringen will. Er hat einfach ein zu großes Herz. Nicht die schlechteste Eigenschaft? Nein. Ich habe den Bogen überspannt. Ich habe ihr versprochen, keine Lügen. Und jetzt hat sie keinen Bock mehr auf mich. Und den Job, den bin ich wahrscheinlich auch los. Naja, es ist zwar eher unwahrscheinlich, aber doch immerhin möglich, dass Harro mit seiner Geschichte durchkommt. Ich meine, in dem Fall wäre doch erstmal Ruhe im Karton. Tja, dann stellt er garantiert den nächsten Mist an. Ich sag's ungern, aber da bin ich mir auch ziemlich sicher. Aber er hat ja dich. Sobald was passiert, du stehst treu an seiner Seite. Und soll ich dir was sagen? Solange das so bleibt, vergiss Rebecca. Harro, warum erzählst du mir das alles? Weil Tim die Hölle heiß macht und ich dich schon wieder in Schwierigkeiten gebracht habe und er dadurch zwischen zwei Stühlen steht. Du hast ihn doch genauso gern wie er dich. Mit dieser Siedlung von Niedrigenergiehäusern schaffen wir bezahlbaren Wohnraum, sozialverträglich, ökologisch, nachhaltig. Ich denke, besser können wir mit den Steuergeldern unserer Wähler nicht umgehen. Ja, wir warten nur noch darauf, dass die Anträge bezüglich Bebauungsdichte und Geschosshöhe genehmigt werden. Sollte aber kein Problem darstellen, denn mit Werdeplan Düsseldorf haben wir einen kompetenten Partner aus der Region gewählt. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und werde Sie über weitere Schritte informieren. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ausrüstung bei dir vergessen. Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Mein Vater und ich, wir sind eine einzige Katastrophe. Und ich kann verstehen, wenn du mit uns, mit mir, nichts mehr zu tun haben möchtest. Schon okay. Ich habe auch ein bisschen überreagiert. Was nicht heißt, dass ich die Lösung von Harro gut finde. Klar. Ich weiß von nichts, ich möchte damit nichts zu tun haben und meine Familie hältst du auch raus, klar? Danke. Wo willst du hin? Wir brauchen noch ein paar Fotos. Kannst du dich für ein paar Stunden zusammenreißen und professionell arbeiten? Kim! Ach, hey! Hey, wo war dein Termin? Vielleicht ein Volltreffer. Mertens wollte mich nicht dabei haben, deswegen bin ich ihm heimlich gefolgt. Okay. Weißt du noch dieses gefälschte Gutachten von diesem Baugrundstück? Als wir Mertens fast Subventionsbetrug nachgewiesen hätten? Das dann plötzlich auf mysteriöse Weise verschwunden war und ich dich sogar kurz verdächtigt habe? Dieses Grundstück gehört eurer Familie. Ach ja? Ja. Und jetzt frage ich mich, was macht Mertens mit Leuten vom Ministerium auf eurem Grund und Boden und erzählt irgendwas von Bebauungsplänen? Ich meine, der Typ hat echt Nerven. Der verkauft euren Wald als Bauland, um Subventionen abzugreifen. Und ihr wisst nicht mal was davon. Und das hast du jetzt vor? Na was wohl? Ich muss Elisabeth davon erzählen. Sie in der Bibliothek? Nein! Warum nicht? Es geht nicht.
Timing. Nein, nein, gutes Timing. Ich wollte gerade zu dir. Okay, ein Kumpel von mir hat mir einen Tipp gegeben. Ich soll nur noch das tun, was mir gut tut. Und du machst immer, was andere dir sagen? In dem Fall schon. Weil du mir gut tust. Du mir auch. Du warst es doch. Du hast doch damals das gefälschte Gutachten verschwinden lassen. Habe ich recht? Wie kommst du darauf, dass ich das... Wir waren so dicht davor, Mertens dran zu kriegen. Dem Mann, der dich so manipuliert hat, dass seine Ehe mit Emilio kaputt gegangen ist. Okay, mit dem gefälschten Gutachten hättest du Emilio beweisen können, dass du ihn noch liebst. Aber du hast darauf verzichtet. Denkst du, es ist mir leicht gefallen? Ich hatte keine andere Wahl. Weil du deinen Vater schützen wolltest. Ja, verdammt! Denk doch mal an was Schönes. Schön gibt's nicht in der Mode. Dann denk an den Typen deiner Träume. Den gibt's erst recht nicht. Da war's wieder, das Funkeln. Ja, klar. Doch, ehrlich, ey, du bist ehrgeizig, du bist schöner als alle anderen. Da kann man auch mal ein bisschen arrogant sein. Kannst du einfach mal deine Klappe halten? Und du kannst dich jetzt einmal umdrehen und über die Schulter zu mir gucken. Genau. Super. Dreh dich mal nochmal komplett zu mir und geh mal 3 Schritte zurück. Genau. Leg zu mir. Geh noch einen Schritt zurück. Ups. Ehrlich, ich finde das zum Kotzen. Ich meine, dein Vater schwimmt im Geld und jetzt sagt er auch noch Steuergelder ein. Von Leuten, die dafür verdammt hart arbeiten. Also so kann man das jetzt auch nicht sehen. Doch, genau so. Ich meine, Ansgar führt ein Leben, von dem andere nur träumen können. Morgens ein bisschen Business, mittags golfen und abends dann Whisky im Bett von einem Smartphone. Ansgar arbeitet auch und zwar genauso hart. Er zahlt die Subventionsgelder zurück, nachdem das Bauvorhaben nicht zustande kommt. Okay, dann die nächste Frage. Für was braucht er so eine hohe Zwischenfinanzierung? Mann, das ist alles nicht so einfach. Ja, dann versuch's doch trotzdem mal. Juristische Texte sind auch nicht einfach und die kapiere ich auch. Ansgar ist in unserer Familie ziemlich isoliert. Ja, das ist sogar mir in meiner ersten Woche aufgefallen. Und? Jetzt will er sich dafür rächen, oder was? Nein, im Gegenteil. Mit dem Geld will er sich eine neue Existenz aufbauen. Weißt du, Ansgar tut immer nur so tough. Aber ich kenne ihn besser als ihr. Diese ständigen Anfeindungen, er leidet total darunter. Egal, was passiert, wer schuld? Ansgar. Dazu kann ich nichts sagen. Er will Königsbrunn verlassen. Endgültig. Er will sich eine neue Existenz aufbauen. Er verzichtet auf all seine Ansprüche, nur damit er endlich in Frieden leben kann. Und für diese neue Existenz nimmt er die Subventionsgelder? Ja, für ein Investment. Aber wenn das klappt, dann ist er endlich von unserer Familie unabhängig. Ja, und wenn nicht? Als Geschäftsmann macht Ansgar keiner was vor. Er hat das alles durchkalkuliert. Er zahlt die Subventionsgelder zurück, bevor der ganze Schwindel auffliegt. Es tut mir leid, dass ich dich angelogen habe, aber ich hätte doch meinen Vater nicht verraten können. Bitte sag Elisabeth nichts. Sie hat sich total auf ihn eingeschossen. Sie wird ihn anzeigen. Meine Mutter ist tot. Emilio ist nicht mehr da. Wenn mein Vater ins Gefängnis muss, ich hab doch nur noch ihn. Bitte. Ja, da haben wir ja wieder den Beweis. Dass Wasser nass ist, oder was? Das auch, sehr sogar. Nein, dass bei dir immer alles im Chaos endet. Ja gut, aber die Fotos sind super geworden. Hoffentlich. Nochmal mache ich das nicht mehr. Na dann, ich geh mal duschen. Ja, ich kümmere mich so lange schon mal um die Fotos. Profi eben. Du bist ja auch ein bisschen nass geworden, also
wenn du willst, kannst du natürlich auch duschen. Also, ich meine natürlich, du kannst meine Dusche mitbenutzen. Schade. Also schade, dass das Shooting schon vorbei ist. Ja, das ist schade. Ich wasche mir hier einfach irgendwo die Hände und dann fahre ich wieder ins Büro. Na dann. Na dann. Was hat dein Kumpel dir noch so für Tipps gegeben? Dass ich nur noch an mich denken soll. Die Ausschließlichkeit gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Aber was Wahres ist schon dran. Soll heißen? Soll heißen, dass wir beide unsere Altlasten mitbringen. Ich genauso wie du. Und ich weiß, dass ich auf mich aufpassen muss. Hast du ja bestimmt schon gemerkt. Alle Sachen sind nicht so mein Ding. Wenn ich mich irgendwo reinstütze, dann ganz. Ich hoffe, das verstehst du. Ja, ich denke schon. Und da gerätst du ausgerechnet an einen wie mich. Das ist furchtbar. Grauenvoll. Und Alter. Blöd nur, dass man sich nicht aussuchen kann, in wen man sich verliebt. Ist doch gut für mich. Das heißt, du hast noch keine kalten Füße bekommen? Noch nicht. Na gut. Damit das so bleibt, werde ich jetzt diesen kleinen, klugen Therapeuten in mir erstmal eine ganze Weile in Urlaub schicken. So lange, bis du ihn freiwillig wieder rausholst. Ich werde an deiner Stelle nicht drauf warten. Aber eine Bitte hätte ich auch an dich. Wegen Sam. Meinst du, es ist möglich, dass du irgendwie das Andenken an ihn warst und dass wir ihn trotzdem aus unserer Beziehung raushalten können? Ich denke schon. Überstunden für Elisabeth? Nee, ich habe Kim besucht. Sie ist irgendwie total frustriert, weil in dieser Familie Ansgar keiner eine Chance geben will. Eine Chance? Wofür? Nur so, ganz allgemein. Aha. Oh. Sie meinte auch, dass ihr Ansgar immer nur das Schlechteste zutraut. Ist das so? Ja. Und glaubst du, dass er aktuell irgendwas gegen die Familie plant? Glaubst du das? Ich? Keine Ahnung. Seit ich hier bin, habe ich kaum was von ihm mitgekriegt. Siehst du? Und das bedeutet in der Regel, dass man ihm noch genauer auf die Finger gucken muss. Ja, vielleicht will er sich ja auch einfach nur aus allen Familienstreitigkeiten raushalten. Wer weiß, vielleicht geht ihm das ja alles so auf den Keks, dass er was Neues plant. Was Eigenes. Was Eigenes, du meinst? Einen kleinen, knuffigen Laden in der Innenstadt, der selbst gehäkelte Laptop-Taschen verkauft? Ansgar hält sich für den einzig legitimen Erben des Lahnstein-Imperiums. Und er will erst Ruhe geben, wenn er an der Spitze der Firma steht und das Sagen auf Königsbrunn hat. Wir haben nur deshalb Ruhe vor ihm, weil wir ihm sämtliche Vollmachten entzogen haben. Er hat kein Geld mehr. Und solange die Kriegskasse leer ist, geht auch keine Gefahr von ihm aus. Und jetzt erzähl du doch mal. Ich habe das Gefühl, es gibt da etwas, das ich dringend wissen müsste. Du bist gefeuert. Alle finden, Sie haben die Ohrfeige verdient. Na also.
Das ändert trotzdem nichts daran, dass diese ganze Meute jetzt über mein Sexleben spekuliert. Du stehst auf Frauen? So machst du es nämlich immer. Du suchst dir reiche Frauen und wenn sie dahinter kommen, dann lässt du sie eiskalt fallen. Das ist also dein Vater, ja? Und du wusstest schon die ganze Zeit, dass der noch lebt? Ich wusste es nicht. Und du versteckst ihn hier, damit ihr die Versicherung betrügen könnt? Jetzt warte doch mal bitte. Du hast gesagt, keine Lügen mehr. Und ich, der MTQ, hab dir auch noch geholfen. Das wird auf keinen Fall funktionieren. Vielleicht doch noch duschen. Klar. Kein Problem. Ich dachte, vielleicht ist es ein bisschen professioneller, wenn ich frisch geduscht in der Firma erscheine. Viel professioneller. Wenn ich dich störe, ich kann auch abhauen, das ist kein Problem. Ich meine, ich kann verstehen, dass du auf so einen Typen wie mich nicht... Halt die Klappe.